Udo.de. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Thomas und ihr schaut Voodoo.de. Jetzt gibt es nochmal ein Spiel aus dem Next Fest von Steam. Und zwar die Demo von Retreat to Eden. Das ist ein Survival-Spiel, ja. Ja. Hier sind ein paar Einstellungen. Ich habe es selber noch nicht gezockt. Wir machen einfach mal New Game. Ja. For centuries, humanity had poisoned so Earth's environment and destroyed nearly all their life-giving natural resources. Famine, disease, and war had become all the world knew. Societies crumbled, cities washed away, and chaos reigned. Nature is resilient. Those that survived had inherited a wisdom and knowledge that had been lost so long ago. We are not separate from our world. We are connected to it. Balance was restored to Earth's environment, and those remaining few built a new society. Ja, alles ist schlimm und alles war ganz schlimm und fies und ein bisschen auf die Tränendrüse. Und jetzt wird alles wieder ganz von neu aufgebaut. Und mit so einer Stimme. This is your time to carry your wisdom into these majestic lands. Immer das Gleiche. Island of Eden. Jetzt bin ich mal gespannt. 3600 CE. Gott. Loading. Oh Gott im Himmel. Access watch. Ja, das sieht ja geil aus. Wow. Schön. Boah, die Empfindlichkeit ist viel zu... Ich habe die auf ganz low gestellt. Man kann nur low, medium und high. Und das ist auf low. Und das ist immer noch viel zu schnell. Guck mal, ob das irgendwie an meiner Maus... Nee, auf meiner Maus habe ich auch schon auf... Das ist ein bisschen schwierig jetzt. Aber wir sehen schon unten rechts in der Ecke Gesundheit, Hunger, Durst und noch irgendwas. Boah, mein Rechner quält sich gerade richtig ab. Ich habe eine RTX 3090 drin. Und press tab. Complete. Find fresh water. Crafting, survival, basic shelter. Ah ja, okay. Boah, das ist aber alles sehr, sehr simpel, ne? Wahrscheinlich musst du jetzt einfach nur irgendein Shit hier. Genau. Einfach alles anklicken und einsammeln. Mining, Demolition and Housing are all achieved by acting Quantum Control on the tool wheel. Press R and select the Quantum Control icon. Select the hand in the middle of the tool wheel to disengage. Your spirit level drains faster while... What? Quant can be used to... Quantum Control engage. Was auch immer das ist. Boah, das läuft viel zu schnell. Meine Güte. Also die Ansicht. Was ist das? Kann man das aufheben? Nee. Also wir sollen auf jeden Fall frisches Wasser, finde ich. Ich sammle trotzdem schon mal ein. Ich weiß ja nicht, ob man unendlich viel von dem ganzen Scheiß hier sammeln muss. Oder wie das geht. Braucht man bestimmt alles später.
Pflanzenfasern. Ich glaube, das ist immer gut. Ist das hier frisches Wasser? Tatsächlich. Craft Basic Shelter. Habt ihr gesehen, unten rechts die Anzeige für Wasser ist nach oben gegangen. So, Craft Basic Shelter. Das machen wir jetzt mal. Wie war das auf Tab? Crafting. Survival Basic. Ah, siehst du, wir haben schon alles. Scroll, Rotate. Super. Gerade einfach so ein Dach. Also ich mach das mal. So. Ah, Speicherplatz. Moment mal kurz. Das gehört heutzutage verboten, dass man aus dem laufenden Spiel nicht in die Optionen reingehen kann. Ja? Da kriege ich ein absolutes Hörnchen drüber. Das heißt, wenn ich jetzt die Geschwindigkeit von der Maus ändern will, muss ich aus dem Spiel ins Hauptmenü gehen und dann, also, da haut es mich ja komplett weg, echt. Wer macht sowas? Und warum? Also, ohne jetzt schon zu viel zu sagen, aber das wird definitiv nicht das nächste AAA-Spiel. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Das ist ja, halt relativ stumpf irgendwie. Aufsammeln, bauen. Die Menüs sehen auch sehr, sehr, sehr simpel aus. Also, so, wir müssen irgendwas essen. Wir haben doch hier den Krempel, oder? Haben wir nicht? Ah ja. Ja. Find Meditation Point. So, jetzt haben wir auch das hier. Ich weiß nicht, was das der letzte Wert unten ist. Könnte sein, dass das vielleicht Schlaf ist, ja? Dass wir irgendwie dann schlafen müssen. Ach, guck mal, seht ihr das? Da in der Mitte, da wird das unser Haus angezeigt. Ist das unser Haus? Nee, hier ist unser Haus. Hä? Naja. Wahrscheinlich muss man in diesen komischen Shelter da zurückgehen. Muss wieder in diesem komischen... Wie geht das nochmal? Mit diesem komischen Quantum-Gedöns. Wie habe ich das denn gemacht? Es ging doch auf Q, oder? Ah, weiß der Geier. Ah, ne, auf R, genau. Das habe ich noch nicht kapiert, weil das mit dem... Wenn du dann hier irgendwie dieses Ding da ein benutzt, dann kannst du auf einmal alle Sachen machen, abbauen, ohne Werkzeug irgendwie. Mit der Quantum Power. Whatever. Lauf, lauf. Was ist das? Lehm ist das, glaube ich, ne? Lays? Ton oder Lehm? Bin nicht sicher. Gut, dann gehen wir mal in das Ding hier rein. Und jetzt? Wie können wir denn jetzt meditieren? Quantum Control Engage. Ah, stimmt. Wir müssen ja ins Hauptmenü zurück, um die um die Tastenbelegung zu sehen. Und dafür müssen wir erst zurück an den Shelter, um da speichern zu können, weil du kannst ja auch nicht speichern. Da haut's mich weg. Da haut's mich weg.
Ja, keine Ahnung, wie man meditiert. Vielleicht einfach auf E drücken. Geht nicht. M? U? Drück mal alle Tasten. Oh. Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Was ist das für ein Scheiß, ey? Gefällt mir nicht. Da ist noch so ein Ding. Vielleicht gleich hier. Lu. Ich mach nichts. Meditation points are found all over each biome and can each be used once daily. Begin meditation. Was zum... Moment mal kurz, wir sollen in echt meditieren. Also ich jetzt hier. Craft Fire Pit. Okay, das ist ein bisschen strange. Guck mal, eine Schildkröte. Hallo. Hallo Schildkröte. Ja. Fire Pit. Ignite fire. Einmal kurz mit der Hand aufgestützt. Ich habe Feuer gemacht. Wir haben hier nichts zum Kochen. Sleep when ready. Scheiße, wo ist denn jetzt unser Shelter? Der ist nicht auf der Karte markiert. Kann das? Weil den habe ich nicht. Sieht ja alles gleich aus hier. Ich glaube, irgendwo hier war das. An diesem See. Da. Ah. Da müsste das sein. Genau. Too early to sleep. Wir können ja in der Zeit mal ein bisschen gucken hier. Hunting. Speer. Dann können wir Hasen fangen. Ups. Moment. Luxus. Da ist noch nichts drin. Ups. Basic. Nein, da ist alles noch nicht. Können wir leider noch nicht gucken. Ist ja auch die Demo. Ich weiß nicht, ob da... Sieht alles sehr, sehr simpel aus. Ja, sehr, sehr einfach. Also nicht im positiven Sinn, ja. Nicht im positiven Sinn. Also hier ist übrigens der Tagesverlauf. Das mit dem Spirit finde ich alles ein bisschen sehr merkwürdig, das mit dem Meditieren. Ich glaube, also da bin ich echt raus. Das ist, glaube ich, nichts für mich. Ah, jetzt wollen wir wieder die Quantum Power wahrscheinlich. Quantum Control. Ja. Und dann können wir das einsammeln. Also das ist schon... Also unsere Quantum Power ersetzt quasi jedes Werkzeug, so wie es aussieht. Halt auch die so eine Pickaxe oder sowas. Mal gucken, ob wir auch auf Bäume prügeln können. Nee, das geht nicht. Ein Schweinchen. Hallo. Schön haben sie es hier. Ja, ich weiß nicht, Leute. Das ist, glaube ich, nicht so meins. Ich wollte es mal ausprobieren, ja, weil das ist halt... Survival mag ich eigentlich ganz gerne. Auch hier sowas, aber diese ganze Geschichte dahinter und dieses... sich mit dieser komischen Quantum Power und Meditation und da bin ich dann raus, das ist nichts für mich. Wir gucken trotzdem mal kurz, Moment, hier,
Ja, also wie das hier aussieht, können anscheinend hier so durchaus krasse Sachen später bauen, auch Sachen anbauen. Spielt halt alles so im Urwald, ja. Naja, geplantes Veröffentlichungsdatum 5. August 2022, ja. Für mich ist es nichts. Ich mag eigentlich so Spiele, aber das ist dann eher nichts. Wie findet ihr es? Wäre das was für euch? Dann schreibt gerne mal in die Kommentare. Ansonsten gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf meinem Kanal. Haut rein. Ciao. Voodoo.de